Ein schönes, herzliches Grüß Gott am Semmering, der Beginn des Wanderweges Semmeringbahn, die nach Terbach reichen oder nach Jognitz. Und da im Hintergrund ist ein Denkmal von einem Bauer der Semmeringbahn, der Karl Ritter von Geger. Der ist gealt worden, weil der hat etwas gebaut, das heute noch funktioniert. Es hat direkt mit der Semmeringbahn zu tun, denn im Jahr 1848 war in Wien, wie gesagt, der große Krach, die große Revolution, und man wollte diese vielen, vielen tausenden unzufriedenen Arbeiter aus der Residenzhauptstadt wegbringen. Es waren schon davor Pläne gemacht worden, über den Semmering eine Eisenbahn zu bauen. Denn der Semmering war die große Lücke im österreichischen Eisenbahnnetz. Zuvor wurde gebaut die Wien-Glocknitzer Bahn, bis Glocknitz führte. Und vom Süden her hat Erzherzog Johann, der Bruder des Kaisers, eine Bahn bauen lassen, hier bis Mürzzuschlag. Nur was in der Mitte gefehlt hat, war der Lückenschluss. Und jetzt hatte man im Jahr 1848 das große soziale Problem in Wien mit diesen vielen unzufriedenen Arbeitern, und so hat man sich schlagartig entschlossen, hier die Semmeringbahn, die schon geplant war, zu bauen. Und jetzt kommt was ganz Bemerkenswertes: in einer Zeit von nur 6 Jahren, nämlich von 1848 bis 1854, wurde hier unter einem gewaltigen Aufwand an Personal diese Semmeringbahn geschaffen. Es waren hier auf dem Semmering zeitweise bis zu 20.000 Arbeiter beschäftigt, die unter ganz, ganz schlimmen sozialen Verhältnissen hier ihre sehr schwere Arbeit bewerkstelligt haben. Es gab auch einige sehr schwere Unfälle in dieser Zeit.
aber ein Menschenleben hat damals nicht so viel gezählt. Und man hat, wie gesagt, in dieser Rekordzeit die Semmeringbahn geschaffen. Der Konstrukteur, der Planer dieser Bahn war Karl Ritter von Geger, ein damals noch relativ junger Mann. Dieser Geger war eigentlich ein gebürtiger Italiener, der von seinem Förderer, ein gewisser Francesconi, der in Italien bereits bei der Planung von Straßen und Brücken sehr erfolgreich war, dieser Francesconi wurde nach Wien berufen und hat den jungen Geger mitgenommen. Karl Geger, damals noch kein Ritter, hat in Italien Architektur und Mathematik studiert. Er war ein hervorragender Rechner und er hatte mit 17 Jahren bereits das Doktorat in Mathematik. Karl Geger hat die Semmeringbahn trassiert, geplant, im Bewusstsein, und das ist jetzt auch bemerkenswert, er wusste nicht, ob es jemals Lokomotiven geben wird, die auch imstande sein würden, über diese Bahn zu fahren. Man war damals lokomotivtechnisch noch nicht so weit und daher hat man im Jahr 1852, als schon ein Teil der Semmeringbahn fertiggestellt war, hat man einen Lokomotivwettbewerb veranstaltet, wo 4 Lokomotiven in die engere Wahl kamen und Sieger dieses Wettbewerbs war die deutsche Firma Krauss mit der Lokomotive Bavaria. Nur hat man danach überlegt, dass keine dieser 4 Lokomotiven wirklich die Ansprüche voll erfüllen könnte, die man auf der Semmeringbahn gebraucht hat. Und man hat dann einen österreichischen Konstrukteur, nämlich den Wilhelm Engert, diesen Wilhelm Engert, Freiherr von, hat man beauftragt, aus den Erkenntnissen dieses Lokomotivwettbewerbs heraus eine spezielle Lokomotive für die Semmeringbahn zu bauen. Und diese Maschinen sind heute noch unter dem Begriff Engert-Lokomotive bekannt. Und das waren auch die erst einsatzfähigen Maschinen auf der Semmeringbahn. Ja, meine Damen und Herren, es war dies so quasi der Lückenschluss, der auch gegen den Willen verschiedener Lobbyisten, würde man heute sagen, geführt wurde. Erstens, der Geger ist aber hartnäckig geblieben und hat seine Bahn gebaut und wie man sieht, mit großem Erfolg. Heute ist diese Bahn das Weltkulturerbe und auch wenn der Semmeringtunnel eines Tages gebaut werden wird, wir werden diese Bahn erhalten, nämlich einerseits aus historischen Gründen und andererseits deshalb, weil ja, wenn der Tunnel einmal saniert werden muss, muss ja eine zweite Strecke vorhanden sein. Also das Weltkulturerbe der Semmeringbahn bleibt uns auf jeden Fall erhalten. Schon früh gestehen.
das hat er. Da war ja Schienenbruch vor einigen Tagen am 10. August. Die Oma war da hinten ein Schienenbruch am 10. So. Wegen auf von ja. Museum. Die Ole. Kann es gar nicht mehr eins sein, dass da. Das war ein Turbo mit 600 Metern. Da müsste jetzt der Stefan hier drüben, Stefan, da ziehen. Ah, da, da, Georg. Da drüben am Haupt, oben am Berg oben ist die. Da steht er eh. Super mal.
das sieht man nicht. Sicher hinter nicht drauf. Und auf dem Zugfahrt kann ich mich klumpern da aus der Wind. Und das ist sogar ein schöner Zug. Super. Die Grazer. Lokzug mit 4 Loks kommt. Den 44.
Hola, Etio. Ja. Ja, ja. Gut. Ja. Das kommt dort auf die Wand, die Wurzel. Ja. Toll. Im ersten Zimmer kann ich ein bisschen so ausbreiten, weil ich von der Anfangszeit nicht viel habe. Da beide ich da nur an. Ah, das, was du gesagt hast, ja. 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 Das kommt ja natürlich in einen goldenen Rahmen. Ach, weißt du, wo ich schon mache? Ja, war ein Bild, glaube ich, war das. Ja, Plotter, hat sich mal einen Plotter gemacht. Toll. Kommen Sie mal die Toten holen, oder? Das ist ein Schimmel. Habt ihr ohne mich? Nein. Ja, der ist so wie es ist. So wie es war. Charlie. Hier, und drüben. Schwenke. Das sind sogar Leben.